Heute ist unser Thema, woran erkennt man einen guten Immobilienmakler? Und das ist für Verkäufer und für Kaufinteressenten gleichermaßen wichtig. Der Makler muss topkompetent sein, der muss seriös sein. Und warum das so ist, das erfahren Sie in diesem Video. Mein Name ist Frank Müller, ich bin seit 28 Jahren schon Immobilienmakler und zwar einer der führenden Makler in der Region Bergisch Land und zugleich auch Sachverständiger und Gutachter. Ja, ein schlechter Makler wird Sie unendlich viel Geld kosten, weil der weiß nicht, was er tut und er weiß nicht, worüber er spricht. Das Einzige, was er weiß, ist, was er von Ihnen haben möchte. Das ist nämlich Ihre Provision. Aber die sollten Sie ihm nicht so leicht zu verdienen geben. Also, wenn Sie sich mit Maklern beschäftigen, achten Sie darauf, was hat der Makler für eine Qualifikation? Was hat er gelernt? Wie lange ist er im Job? Was hat er für eine Reputation? Was hat er für Bewertungen? Was hat er geleistet? Was hat er für Referenzen? Und wenn das insgesamt ein positives Bild gibt, dann ist es Anlass, sich mit dem Makler weiter zu beschäftigen. Was absolute No-Gos bei Maklern sind, sind beispielsweise Immobilienbewertungen, ohne jemals vor Ort gewesen zu sein. Dazu haben wir hier schon mal ein Video gemacht. Was weitere No-Gos sind, sind Preiserwartungen zu schüren, die tatsächlich nicht umsetzbar sind. Das heißt, Ihnen goldene Schlösser zu versprechen, die niemals geliefert werden können, nur um einen Auftrag zu kriegen. Das ist ein ganz schräger Zug, das geht nicht. Wenn jemand die Unterlagen nicht kennt, die er für eine Immobilienvermittlung braucht, wenn ein Makler die nicht kennt und Ihnen nicht sehr, sehr früh sagt, was er alles an Unterlagen, Dokumenten und Daten benötigt, um für Sie ordentlich tätig werden zu können, dann sind Sie auch an den völlig Falschen geraten. Schauen Sie sich die Exposés an, die er abliefert, schauen Sie sich die Internetauftritte an, die er abliefert. Auch das sollte gewissen Qualitäten genügen. Wenn Sie dort Fotos von Wohnimmobilien sehen, wo die Klodeckel aufstehen, dann können Sie auch da sicher sein, dass Ihre Immobilie nicht optimal präsentiert wird. Ja, wenn Sie Fragen dazu haben, schreiben Sie uns in den Kommentar. Wenn es Ihnen gefallen hat, einfach den Daumen hoch. Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie uns auch direkt gerne eine E-Mail, wie Sie möchten. Und wenn Sie Lust haben, den Kanal zu abonnieren, kann ich Ihnen das nur empfehlen. Da kommen weitere prima Informationen. Verlassen Sie sich drauf.